Vor dem Deutschlandbesuch von US-Präsident Barack Obama haben in Hannover Zehntausende Demonstranten gegen das geplante Handelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA protestiert. Die Polizei sprach von 35.000 Teilnehmern, die Organisatoren von 90.000. Zu den Protesten hat ein Bündnis von mehr als 20 Verbänden aufgerufen. Weil ich massive Bedenken habe gegen dieses Handelsabkommen, weil es nicht nur um freien Handel geht, sondern weil vermutlich Sozialstandards abgesenkt werden, Umweltstandards werden abgesenkt und man wird sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Die TTIP-Gegner versammelten sich am Mittag auf dem zentralen Opernplatz. Anschließend marschierten sie friedlich durch die Innenstadt. Wenn das Abkommen stattfindet, dann müssen die Standards ja angeglichen werden. Und dann können europäische Standards, die ganz hoch sind, meiner Meinung nach, herabgesetzt werden. Einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Umfrage zufolge lehnt jeder dritte Deutsche das geplante Freihandelsabkommen komplett ab.